So, wir sind wieder da bei Uncharted. Drake schickt sich schon nur. Ja, mein Mikro ist an, sehr gut. Es sieht so aus, als wäre dort oben ein Mechanismus. Gut, dann kommen wir. Hey, da ist eine Leiter. Dann geh rauf. Wenn du mich hochhebst, komme ich vielleicht dran. Okay, heben wir sie hoch. Wo ist die Leiter? Ah, hier ist sie. Sehr schön. Gut. Komm, heb sie. Drake, heb sie hoch. Klettere weiter. Du bist schwerer, als du aussiehst. Kommst du dran? Also Drake ist auch ziemlich charmant, muss man sagen. Sieht aus wie ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Sie sieht einen Tunnel. Hallo Jungs. Ja. Ruhig, Eddie, ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh nein, oh Gott, nein. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot, wir sind alle tot. Eddie, komm wieder her. Oh Mist. Drake, falls wir hier nicht rauskommen, nur dass du es weißt. Ich hasse dich. Nicht jetzt, Eddie. Bringen wir es hinter uns. Okay, was sind das für Viecher? Auf jeden Fall sehen die überhaupt nicht nett aus. Aber sie sterben zum Glück schon nach einem Treffer mit der Schrottflinte. Gut. Komm her, zack. Man muss einfach ein bisschen herumlaufen und sie dann so treffen. Dann geht's ganz gut. Am besten gar nichts zielen erst, sondern einfach zu ihnen hinlaufen und sie dann abknallen. Und jetzt bin ich auch ein Laufschütze. Yeah! Cool. So, du bist auch tot. Und komm noch mehr. Ja, da kommen noch mehr. Hallo! Du bist tot, du bist tot. Und du bist tot. So. Wenn uns aber die Munition geht, dann sieht es nicht so toll aus. Naja, auf jeden Fall kriegen wir es bis jetzt ganz gut hin. Okay, da ist einer. Eddie, hilf mir doch einmal ein bisschen. Also Eddie ist ziemlich unnütz, wie ihr seht. Er schafft es nicht wirklich, jemanden zu töten. Ich wurde einmal getroffen, aber nicht so schlimm. Okay. Seht das, ihr hässlichen Konjunkt! Ihr habt ja nicht anders gewollt! Eddie! Eddie, halt durch! Das kann doch nicht wahr sein! Elena! Mach schnell! Okay, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, da wir erstens nicht mehr allzu viel Hilfe von Eddie erwarten können, obwohl er uns schon vorher nicht geholfen hat, aber trotzdem. Komm, komm, ach, komm, nimm die Schrotflinte. Gut, gut, komm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie jetzt auch ein bisschen mehr... Okay, nee, sie überleben nicht mehr. Aber trotzdem, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Komm schon, schaffen wir es. Ui, wo? Okay. Los, nimm es. Pack es. Oh, nicht runtergehen, sondern weiter rauf. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Oder? Passiert noch was? Das war auf jeden Fall doch etwas knapp, als ich es mir erhofft habe. Okay, okay, jetzt wieder abhauen. Und... Nein, was mache ich? Was mache ich? Ich hätte einfach schießen müssen und nicht zielen. Sondern einfach nur draufhalten müssen, so. Naja. Was? Was? Was ist los? Spiel eingefroren? Das ist mir noch nie passiert. Okay. Moment kurz. So, keine Ahnung, was da... genau los war,
ist mir noch nie passiert, dass das Spiel irgendwie eingefroren ist oder so. Aber hoffen wir mal, dass es nicht nochmal passiert. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob es an der PlayStation 3 oder... Los! Los, lauf! Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht! Ich weiß es nicht! War dir alles klar? Ja. Nate? Okay, hier kommen Sie bestimmt nicht durch! Nate! Was? Wo sind wir? Ich weiß nicht. Los! Wow, das erklärt das U-Boot im Amazonas. Nate, hierher, schau doch mal. Die haben ihn gefunden. Sie haben das Lager aufgebrochen und leergeräumt. Ja, aber was hat das Kloster damit zu tun? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Wenn die Statue jetzt dort sein soll, oh, dann müssen wir genau darüber gewesen sein. Ich schätze, damit kommen wir hoch. Die haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt. Ach, Mist! Ich wette, wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen, könnten wir den Strom wieder einschalten. Aber zuerst müssen wir hier rausfinden. Warte, was machst du da? Was machst du da? Hier rausfinden. Nicht schlecht. Okay, gehen wir. Nein, du gehst alleine, Cowboy. Was meinst du? Nate, den Sprung schaffe ich einfach nicht. Ich lass dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern. Wir haben keine Wahl. Schalte den Strom ein und komm mich dann holen. Und dann verschwinden wir endlich, okay? Mach schon. Ich bin gleich wieder da. Ja. Okay, wir müssen wieder den Helden spielen. Hier entlang klettern. Oh, hey. So, hier rauf. Ja, auf jeden Fall keine Ahnung, woran das liegt, beziehungsweise lag, dass das Spiel eingefroren ist. Aber wie gesagt, hoffentlich passiert das nie wieder. Ist mir bis jetzt auch noch nie passiert. Gut, hier rechts lang und nach unten. Yeah. Das macht doch Spaß, oder nicht? Okay. So, hier längs. Und, das war knapp. Aber zum Glück haben wir es trotzdem noch geschafft. Denn, wir sind schon oft genug in diesem Let's Play gestorben. Aber wir kommen gar nicht mal so schlecht voran, muss ich mal sagen. Also wir sind bald am Ende, das darf ich verraten. Oh ne, Moment, wir müssen runter und hier rauf. Ja. Yep. Gut, dann, wo jetzt lang? So, oder... Hier einfach rüberspringen? Okay, einfach rüberspringen. Gut. Und nochmal. Okay, ich versteh's. Ja. Okay. Es sah irgendwie so aus, als ob dieses Rohr weiter hinten ist und deswegen dachte ich eigentlich nicht, dass ich rüberspringen kann. Und jetzt muss ich mich hier fallen lassen. Nein! Was? Ich muss mich gleich fallen lassen. Oh mein Gott, so geil. Ich dachte, man muss sich fallen lassen und dann bleibt man dort unten bei dem Rohr hängen, aber wie es aussieht, habe ich mich getäuscht. So, das passiert, wenn man so klugscheißerisch rüberkommen will, so hey, ich weiß, was passiert, man muss sich hier fallen lassen und dann, bäm, ist man tot. Was? Habt ihr den Lag gesehen? Wieso laggt es? Wieso laggt es? Das gefällt mir überhaupt nicht. Moment. Ach, das wieso laggt es auf einmal? Moment mal. So, ich war mal so frei, hierhin wieder zu klettern, denn wir müssen hier nicht runterspringen und das vorherige habt ihr schon gesehen. Also macht es ja nichts aus, wenn ich bis dorthin geklettert bin. Gut, gehen wir hier rüber. Das gefällt mir gar nicht, es ist so dunkel hier. Haben wir eine Waffe? Ja, wir haben eine, gut. Nate, hörst du mich? Jupp. Sullivan, melde dich. Nate! Ach, es nützt nichts.
Ich habe hier drin keinen Empfang. Habe ich mir auch gedacht. Gut, wo lang jetzt? Ja, nehmen wir mal das, die Schutzhütte. Behalten wir die mal. Denn ich glaube, hier tauchen wieder die Viecher auf, oder? Irre ich mich da? Okay. Hier ist auf jeden Fall erstmal nichts. Gut. Dann hier. Sieht es auch aus? Was zum Teufel war hier los? Okay, ich nehme glaube ich doch das Maschinengewehr. Denn davon ist hier genügend Munition vorhanden. Und... Okay. Oh nein! Stirb! Stirb du auch! Was? Wieso? Wieso friert das die ganze Zeit ein? Was ist jetzt los? Oh, so macht's doch keinen Spaß, verdammt. Hallo, hallo, bla bla bla. Tut mir wirklich leid für die ganzen Unterbrüche. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Ist mir bis jetzt wirklich noch nie passiert, aber jetzt doch zweimal in Folge. Ja, ich würde schon gerne wissen, woran das genau liegt. Am Spiel oder an der PlayStation 3 oder TV-Karte oder was weiß ich. Auf jeden Fall gefällt mir das nicht so, wenn das Spiel einfriert. Hier tauchen auf jeden Fall wieder diese Zombie-Viecher auf. Oder was auch immer die darstellen wollen. Und wir töten sie einfach ganz locker und lässig. Wollen wir. Wir gehen nach rechts. Und hier sind noch mehr diese Viecher, sehr schön. Also sie sind nicht schön, aber es ist sehr schön, dass wir sie töten können. Und hier ist ein Schatz, sehr schön. Der die goldene Affenfigur. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Weg finden. Oh, dort ist einer. Jetzt ziehen wir mal. Tot. Nicht ganz tot, jetzt aber tot. Nein, noch immer nicht. Jetzt aber. Die halten schon ziemlich viel aus, aber sind wirklich nicht so das Problem. Solange man genügend Munition hat, kann man die ganz leicht ausschalten. Okay. Und hier ist wieder eine Sackgasse, wie es aussieht. Ja, yep. Verdammt. Gut, dann hier entlang. Ja, sieht nach dem richtigen Weg aus. Denn dort, wo die Monster sind, dort geht es wahrscheinlich auch lang. Wer hätte es gedacht? So, hier sind keine Monster. Das muss der Generatorraum sein. Okay, gut zu wissen. Und was ist hier? Also natürlich ist hier der Generator im Generatorraum, aber was müssen wir hier machen? Ne, hier nichts. Gut, schauen wir uns ein bisschen um. Hier rein vielleicht. Ne, hier kommen wir nicht rein. Was muss man hier schon wieder machen? Ist alles so lange her, dass ich es durchgespielt habe. Hier rauf. Hier rauf. Ne, hier rauf geht's nicht. Muss ich nicht irgendwie einen Generator... Ah doch, eben. Dachte ich mir schon. So, wir müssen den Generator... Ah, geht doch. Anmachen. So, und dazu drehen wir die Kurbel hier. Ja, wir kurbeln herum und... Ein Glück. Sehr schön. Der Generator funktioniert wieder. Strom läuft auch und... Nein. Das sieht nicht so toll aus. Sterbt. Sterbt, ihr Viecher. Sehr schön. Okay, nachladen, nachladen, Drake. Und töte sie, töte sie. Geh da rein. Okay, 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 okay. Komm, komm, stirb. Okay, gut, er ist tot. Und rauf da, rauf da, rauf, rauf, rauf. Können sie hier raufkommen? Hä? War da nicht einer? Da war doch gerade einer. Okay. Ist er hier unten? Jetzt greift er mich sicher irgendwie. Wo ist der? Da war doch gerade einer. Oh, da ist einer. Okay, komm her. Stirb, Bastard. Du Kreatur des Bösen. Gut, drücken wir mal hier drauf, beziehungsweise betätigen den Schalter. Und schon geht die nächste Tür mit lauter Freunden auf. Alles Freunde von uns, die zu der Grillparty eingeladen wurden. Und auf der Sp-
Speisekarte steht Menschenfleisch. Schönes, saftiges Drake Menschenfleisch. Okay, abhauen, 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 abhauen. So, komm, stirb. Hey, wie viel halten die auch aus? Das ist nicht zu glauben. Ich glaube, da kommen unendlich viele und wir müssen einfach hier durchkommen und dann durch die Tür dort gehen. Los, stirb. Okay, wir haben fast keine Munition mehr. Moment, holen wir erstmal ein bisschen wieder Munition, damit wir auch genügend Munition da haben. Hol ich mir ein bisschen Munition halt und werde hier getroffen. Triff den da und renn einfach weiter. Stirb, 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 stirb. Gut, rauf da, rauf da, rauf da. Hier ist noch mehr Munition, sehr schön. Aber ich glaube, das reicht für diesen Part. Wir machen hier einen kleinen Schnitt hier in der Gefahrenzone Nummer 1. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ihr denn wollt. Schönen Tag noch und bis dann, Leute. Tschüss.